Hallo, ich begrüße euch hier zu Teil 2 von meinem Wochenrückblick zur 157. Ausgabe von Was war los auf meiner Farm, Infarmerama und Sonstiges mit der Frage der Woche, den aktuellen Gerüchten und Sonstiges. Denn das ganze andere Zeug, das gab's alles schon in Teil 1. Guckt also da auch gerne rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auch unter anderem, erklärt in den ersten sage und schreibe 2 Minuten, warum letztes Wochenende kein Video kam und generell ja nicht so aktiv oder mit Verspätung Videos kamen. Das also in Teil 1 zu sehen und schlauerweise nicht bei Sonstiges, wo es eben reingepasst hätte. Egal. Na gut, auf jeden Fall starten wir jetzt rein in Teil 2 mit der Frage der Woche. Und zwar hat mich ja das letzte Mal interessiert, wie ihr denn die neue Gruselacker, den neuen Gruselacker, die neue Vollmondacker, wie er heißt, also das Ding hier, das jetzt natürlich inaktiv ist, findet. Und da schreibt Farmerama Crew: Ich finde die neue Wiese richtig geil. Was ich mir wünschen würde, wäre extra Geld, nur für die Gruselnacht, mit diesem man weitere Bäume, Ställe und anderes kaufen kann. Ist auch mal ein interessanter Gedanke, wenngleich, vielleicht wäre es dann irgendwie auch ein bisschen zu umständlich. Weiß nicht. Was ich auch gut finde, was auch einfach die Gruselnacht auszeichnet, ist einfach die Pflanzen, die es dort gibt. Kann man nicht auf dem Markt einfach kaufen. Muss man also wirklich selber ackern und nicht, zack, man hat 10 Millionen Mospen. Ha, da gehe ich auf den Markt und kaufe mir einfach alles. Geht hierbei nicht und das zeichnet auch die Gruselnacht so ein bisschen aus auch irgendwie. Auf jeden Fall schreibt er dann auch noch DJ Paulchen, welche übrigens so kurz am Rande gesagt auch aktiv vom Rama-Videos macht, also könnt ihr auch mal vorbeigucken, wenn ihr möchtet. Hier Link zu seinem Channel, auch nochmal in der Videobeschreibung gerne drinne. Auf jeden Fall schreibt er: Ich finde den Vollmondacker echt klasse, vor allem wenn der nicht aktiv ist, bleiben die Pflanzen bis zum nächsten Vollmondacker den Wäldern und es entsteht kein Unkraut. Kann man nur zustimmen. Und dann schreibt auch nur Farmgamer: Also ich finde den Vollmondacker eine tolle Sache, denn dann kann die Gruselnacht länger gehen und gleichzeitig auch ein Event laufen. Und dann schreibt auch noch, den Namen kann ich nicht richtig aussprechen, es tut mir leid, Ginkgo Kaiko 77. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich finde es richtig gut, dass die Gruselnacht zur Gruselwoche geworden ist. Und so sollten es Farmerama jetzt immer machen. Endlich hat man genug Zeit, um alte und neue Gruselquests zu erledigen und vielleicht noch das ein oder andere in Checkshop freischalten. Stimme ich nur zu, kann ich auch nur sagen, großartig, dass dieser Gruselacker kam, kein Unkraut ist gut, dass man jetzt keine Komfortfälle mehr machen kann, ist vielleicht das einzige kleine Manko. Man könnte so sagen, sie hätten sich nicht so gelohnt, eigentlich rechnerisch gesehen, wenn man ja immer erntet, dann lohnt sich das mehr als mit den Komfortfällen zu arbeiten, das stimmt schon, wenn ich mich irre, korrigiert mich, aber das Ding ist natürlich, Komfortfälle wäre der Vorteil natürlich, wenn du nicht so oft ernten kannst. Und das ist mein Komfortfeld und so. Vierfache Dauer, dafür gibt es dreimal so viele Ernte. Und Doppel EP auch nebenbei. Also das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Das ist vielleicht das einzige kleine Manko an der ganzen Sache. Ansonsten, ja, wie angesprochen, Gruselnacht kann jetzt länger sein. Kann eine Gruselwoche werden, stimme ich zu. Das ist wirklich großartig. Nebenbei kann irgendwas laufen. So soll es sein und bin gespannt, wie es die nächsten Gruselnächte dann so sein wird hier, wie lange die gehen werden. Ob es dann wirklich so eine Gruselwoche sein wird. Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, weil es gibt ja wieder genügend Quest und in Checkshop alles mögliche. Also da braucht man schon wieder ein bisschen Zeit für das Ganze. Oder wie ich, man kann endlich mal beruhigt beginnen mit den ganzen Sachen in der Farm Quest, weil ja. Na gut. Auf jeden Fall danke an der Stelle an die zahlreichen Antworten zur Frage der Woche und dieses Mal würde mich interessieren und mich würde natürlich freuen, wenn da wieder ähnlich viele Antworten kommen würden. Alle werden natürlich auch dann in der kommenden Ausgabe, die hoffentlich nächstes Wochenende folgen wird, vorgelesen. Und zwar würde mich interessieren, neue Frage der Woche: Welches eine Feature, also jetzt nur auf ein einziges Feature bezogen, welches eine Feature würdet ihr nochmal komplett überarbeiten? Oder vielleicht sogar gar entfernen. Also ob das jetzt, will ich jetzt gar nicht irgendwelche Denkanstöße geben oder so, welches ich vielleicht nehmen würde, da kommen wir dann sage ich natürlich das auch erst in der nächsten Ausgabe. Welches eine Feature würdet ihr so komplett überarbeiten und warum? Quasi was vielleicht auch ändern oder einfach
komplett weg mit dem Ding hier. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Das ist also die neue Frage der Woche. Gut, so viel dazu und jetzt geht's weiter mit den aktuellen Famarama-Gerüchten. Und zwar bei den aktuellen Gerüchten. Was hätten wir da noch in diesem Monat? Der Monat ist ja noch ganz am Anfang. Am 13. November dann startet in Famarama das Erntefest-Event 2015. Läuft bis zum 20. November. Und wie es scheint, mit 4 Eventpflanzen. Man darf gespannt sein, wie hoch da die Abgabemengen dann sein werden bei denen. Und ein Drop-Item und dazu vielleicht auch noch ein Mühlenprodukt dazu. Krasse Sache auf jeden Fall, wenn es denn so ist, ist natürlich noch einiges auch Spekulation natürlich mit dabei, wie viele Items, ob das auch 4 sein werden oder gar noch mehr, man darf gespannt sein. Was es auch unter anderem wieder geben soll, was ja schon fast üblich ist bei den Erntefest-Events in Famarama, und zwar ein Top-1000er-Preis. Heißt also wieder die Top-1000 Famarama-Spielerinnen und Spieler, die am meisten abgeben, ob das dann eine Eventpflanzen ist oder an sonstigen Sachen wie Baumfrüchte und so weiter und so fort, kriegen dann ein spezielles Item, wie es vielleicht wieder scheint, und ein paar andere schicke Sachen. Ansonsten geht's dann weiter, den Erntefest-Event folgt die Stallmeisteraktion. Die ist nämlich gleich am 20., also wenn das Erntefest-Event quasi zu Ende ist, bis zum 22. Also an einem Wochenende wie gewohnt kann man die Dinger für wie gewohnt auch 15 Turbgulden pro Stück kaufen. Mit etwas Glück kriegt man dann also auch diesen hier raus, den neuen Rätselstall, der mit dabei ist. Und zwar wird das der Schwan sein, so wie es aussieht. Ja, wie es auf dem Pinguin oder so oder auf dem möglichen Otter heißt, also noch ein bisschen warten, ob die auch irgendwann kommen werden, weil die hat man ja schon mal gesehen hier. Auch erst letztens beim Halloween-Event, also kennt man ja schon, man sieht ein paar Tiere ein bisschen vorher und irgendwann kommen sie als Stall ins Spiel, vielleicht auch irgendwann mal in den kommenden Monaten oder weil es Famarama ist, in den kommenden Jahren. Korallenriff. Ja, ansonsten das letzte Event in diesem Monat, das wird das Farm Racing Event sein, das läuft vom 24. bis zum 30. November mit einer Eventpflanze, mit möglicherweise 2 Drop-Items und ein Mühlenprodukt dazu. Und vielen Traktoren vielleicht. Näheres dazu, wie viele Items zu spielen gibt und so weiter und so fort, ist dazu auch noch nicht wirklich bekannt. Ich halte euch natürlich mit den aktuellen Gerüchteküchenausgaben auch auf dem Laufenden. Dann auch noch was Interessantes, das habe ich tatsächlich, blöderweise vergessen in meinem großen Vorschau-Video auf dem Monat November. Wenngleich, in dem Monat wird es nicht mehr kommen. Vielleicht dann im Dezember, und zwar das Ding hier. Zucht überarbeitet. Heißt also, dass es ja das Ganze erleichtern soll, nicht vielleicht immer auf jeden einzelnen Stall, Zuchtstall draufklicken, dann hier die 4 reinhauen und dann wieder und wieder und wieder, quasi das ein bisschen beschleunigen und so weiter und so fort, erleichtern das Ganze etwas, also überarbeitet generell die Zuchtbude beziehungsweise wie es aufgebaut ist. Und Korallenriff gibt's nichts Neues zu vermelden, aber Thema Zucht, weil es passt, und zwar sollen bereits auch neue Neonställe in Arbeit sein, die es vielleicht dann auch schon im Dezember bei einem Zuchtevent zu spielen gibt. Welche Neonställe das sein werden, von welcher Tierart, ist allerdings noch nicht bekannt. Okay, so viel dazu, damit gehen wir weiter zum Schluss natürlich noch zu Sonstiges. Ja, und jetzt was Sonstiges bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch interessiert, wie ich das Halloween-Event fand oder auch wie ich das Leuchtkäfer-Festival-Event fand. Oder euch interessiert, wie so der Oktober rückblickend aussah, was war gut, eher weniger guckt, guckt auch da gerne nochmal in die Videos rein. Ansonsten startet dann morgen bereits wieder, ja übermorgen, kommt ja heute schon das Video, am Samstag hoffentlich vielleicht. Auf jeden Fall am Montag dann wieder ein Handwerksgewinnspiel, beziehungsweise am kommenden Wochenende dann auch wieder ein Wochenendgewinnspiel auf meiner Seite. Und damit wäre eigentlich sensationellerweise nicht mehr viel zu sagen bei Sonstiges, daher ich das eigentlich schon in Teil 1 am Anfang gesagt habe, was ich hier sagen hätte können. Aber da hätte es wahrscheinlich nur nicht mehr so viele dann mit dabei gewesen, deswegen habe ich das einfach mal am Anfang gesagt. Okay, auf jeden Fall sage ich nur an dieser Stelle danke fürs Zugucken von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen oder auch nicht, Abo oder auch nicht, aber auf jeden Fall Dankeschön fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.